seien Sie herzlich gegrüßt zum Gottesdienst hier vor dem Bonhoeffer-Haus im Distriktsgottesdienst. Schön, dass die Lauterburger da sind, schön, dass die Essinger da sind, schön, dass wir alle miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Diesen Gottesdienst, den wir mit dem Lied begleitet vom Posaunenchor begonnen haben, feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt Ihr Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Unser Gott, wir dürfen Gottesdienst feiern. Du hast uns gerufen, wir dürfen wissen, dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass wir dir wichtig sind. Herr, unser Gott, wir dürfen Gottesdienst feiern. Jetzt an diesem Morgen gemeinsam dich loben, dir danken, dich preisen, dir auch klagen. Herr, unser Gott, wir dürfen Gottesdienst feiern in der Gewissheit, dass du da bist. Wir bitten dich, fülle du unser Herz mit Freude für diesen schönen Tag. Bewahre du uns, dass wir schon wieder einstimmen in die Jammerlieder. Es ist zu heiß und es ist wieder zu viel Sonne und was auch immer. Das Wetter stimmt nie. Herr, unser Gott, wir danken dir. Du bist derjenige, der uns erhält in Zeit und Ewigkeit. Du bist derjenige, der uns trägt, der uns führt und leitet. Du bist derjenige, der bei uns ist. Wir loben dich und dafür danken wir dir. Amen. Thank you.
Textlesung für den heutigen Sonntag steht beim Evangelisten Johannes im ersten Kapitel. Es ist zugleich der Predigttext. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde, einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Gnade sei mit euch im Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, der antike griechische Dichter Aesop schrieb einst kleine Fabeln, um in diesen Fabeln etwas über uns Menschen zu erzählen. Oft geht es in seinen Fabeln um Neid, um Dummheit, um Geiz oder auch um Eitelkeit. Manchmal erklärt Aesop in seinen Fabeln und in seinen Geschichten auch, aber welche Konsequenzen unser menschliches Handeln hat. Doch Aesop ist ein kluger Mensch und deswegen schreibt er seine Fabeln eben nicht über uns Menschen, indem er sagt, der tut dieses und jener tut das, sondern er erzählt zumeist Geschichten von Tieren.
die können aber reden. Und manchmal reden diese Tiere auch mit Menschen. So auch in der folgenden kleinen Geschichte. Ein Bauer stellte den Kranich in Netze und fing unter einer Menge derselben auch einen Storch. Der Storch stellte sich lahm, bat um seine Freiheit, berief sich auf sein gutes Herz, auf die Ehrerbietung, womit er einst seine Eltern unterstützte, auf seine Verdienste in der Vertilgung schädlicher Tiere und wie er ja schon vom Äußeren den Kranichen so völlig anders wäre. Alles gut, sagt da der Bauer, allein ich behandle dich nach deiner schlechten Gesellschaft. Ihr Lieben, ich behandle dich nach deiner schlechten Gesellschaft. Kürzer als in Aesops kleiner Geschichte kann man wohl kaum erläutern, was der Dreiklang von mitgegangen, mitgefangen und mitgehangen bedeutet. Denn wer sich in schlechte Gesellschaft begibt, muss damit rechnen, nach dieser schlechten Gesellschaft verurteilt zu werden, auch wenn er dafür gar nicht verantwortlich ist. Und so habe ich auch den Predigttext, den wir gerade eben in der Schriftlesung gehört haben, genau unter diesem Dreiklang von mitgegangen, mitgefangen und mitgehangen gelesen und auch für mich gehört. Es ist eine Nachfolgegeschichte, die wir gerade gehört haben. Eine Nachfolgegeschichte von jenen ersten vier Christen. Damals haben sie sich noch gar nicht als Christen bezeichnet, das geschah erst einige Jahrzehnte später. Von jenen ersten vier Jüngern, von denen uns der Evangelist Johannes zu erzählen weiß. Und jene vier ersten Jünger, die rekrutieren sich ja gegenseitig. Jesus hat quasi überhaupt kein Geschäft damit, dass sie ihm nachfolgen wollen. Jene vier Männer, sie sind begeistert von jenem Jesus. Sie lassen alles stehen und lassen alles liegen, um ihm nachzufolgen. Ich finde, das ist eine richtig tolle, hoffnungsvolle Geschichte. Aber bevor ich zu jener tollen, hoffnungsvollen Geschichte komme, werfe ich einen Blick auf die Gegengeschichte, eine Geschichte aus unseren Tagen, die wir auf der Ostalb hier in diesen Tagen und Monaten erleben, nämlich der Geschichte von mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Mehr als 520.000 Katholiken haben allein im letzten Jahr ihre katholische Kirche verlassen, mehr als 365.000 unsere evangelische Kirche. Und für viele dieser Ausgetretenen, es gibt viele Untersuchungen und viele Befragungen, für viele von diesen Menschen waren die Missbrauchsvorwürfe der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dabei fühle ich mich als Ortspfarrer ohnmächtig, weil wir eben in die Kollektivhaftung mit hineingenommen werden, egal ob wir eine tolle Kinder- und Jugendarbeit anbieten, egal ob zu den Gottesdiensten viele Menschen kommen, egal ob sich so viele in unseren Gemeinden engagieren. Das tut weh. Doch da gilt eben auch dieses Motto von mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Und lasst uns bitte nicht den Fehler begehen, dass wir das sagen, das ist ja nur ein Problem, was die Katholiken haben. Und dass irgendwelche Priester das gewesen wären, die dann auch noch von ihren Bischöfen oder gar von Päpsten gedeckt werden. Denn auch in unserer evangelischen Kirche gab und gibt es wohl auch heute noch Missbrauch, nicht nur den berühmt-berüchtigten Machtmissbrauch, sondern eben auch den sexuellen. Wir müssen wohl alle erst aus dem Hochmut der Macht herauskommen, in der ganzen Breite unseres kirchlichen Lebens, in den Kirchengemeinden, in den Jugendwerken, in den diakonischen Einrichtungen und erst selbst ganz in die Ohnmacht der Machtlosen uns hineinbegeben. Wir müssen erst in der Ohnmacht der Machtlosen ankommen, derjenigen, die sich uns anvertrauen oder uns anvertraut wurden, um wieder glaubwürdig zu werden. Damit eben wieder mehr kommen als gehen, so wie es einst am Ufer von Genezareth, des Sees von Genezareth war. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Wir lesen jenen Abschnitt aus dem Johannesevangelium als Anfangsgeschichte. Wir hören von Andreas, Simon Petrus,
Philippus und Nathanael, wie die alle mehr oder weniger schnell mitgegangen sind. Und doch ist das ja kein Roman, den wir sozusagen ganz neu anfangen zu lesen und dann mal gucken, was passiert aus dieser Geschichte, sondern wir kennen ja alle diese Geschichte schon von ihrem Ende her. Wir wissen, was passiert aus jenen Anfängen. Mit dem Mitgehen fing es einst an. Später kam die Gefangennahme, aber nicht allein die Gefangennahme ihres Meisters, desjenigen, der sie gerufen hat, dieses Jesus von Nazareth. Denn laut den altkirchlichen Berichten ist keinem dieser vier ein friedliches Lebensende im hohen Alter geschenkt gewesen. Philippus und Andreas sollen bei den Skythen im Gebiet des heutigen Schwarzen Meeres das Martyrium erlitten haben. Nach der Hinrichtungsart des einen heißt bis heute das berühmte Bahnkreuz, das Andreaskreuz. Von Nathanael bzw. Bartholomäus, wie er in den anderen Evangelien genannt wird, wird berichtet, man habe ihm sogar bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Und Petrus wurde bekanntlich in Rom möglicherweise sogar kopfüber gekreuzigt. Und doch hat das Mitgehen dieser vier Männer, doch hat dieses Mitgehen dieser ersten Christen eine weltweite Bewegung ausgelöst. Und deswegen müssen wir auch nicht Trübsal blasen. Mehr als 2 Milliarden Menschen sind mit uns und neben uns heute gleichzeitig Christen in dieser Welt. Und wir dürfen dazugehören. Mitgegangen. Vielleicht war es für uns und unsere Vorfahren einfach zu leicht in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahrhunderten. Es reichte einfach aus, dabei zu bleiben. Als Kirche in der Bundesrepublik wurden wir in den letzten Jahrzehnten dank Wirtschaftswunder und Globalisierung immer reicher und reicher und konnten uns auch immer mehr leisten. Bewegen, mitgehen mussten wir dafür gar nicht mehr. Doch nun heißt es in diesem 21. Jahrhundert, uns wieder mehr eben auf dieses Mitgehen einzulassen, Sachen hinter uns zu lassen und dabei eben auch ärmer und einflussloser zu werden. Das fällt uns schwer, weil der Wohlstand und ich glaube auch unser geistlicher Wohlstand, den wir hier in Deutschland genießen durften, ja so eine bequeme Hängematte ist. Doch so wie einst müssen wir mitgehen, um dann auf unsere besorgte Frage, wie es mit uns und unserer Kirche weitergehen wird, die einfache Antwort zu hören. Komm und sieh. Amen. Herr, unser Gott, du schenkst uns die Gewissheit, von dir angenommen zu sein. Daraus entsteht eine unverlierbare Heimat bei dir.
Vertrautheit in der Gegenwart, Hoffnung auf Zukunft. Und zugleich rufst du uns immer wieder aus unseren gewohnten Bahnen. Das Leben geht weiter, es verändert sich. Lass uns erkennen, dass dein Wille heute für uns ist. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, auch deine Kirche ist von dir gerufen. Dein Ruf heiligt sie, und so sind wir in diesem Ruf von dir geheiligt. Lass deine Kirche sich immer wieder neu anrufen von dir. Du zeigst ihr, wie sie die Botschaft von deiner rettenden Gnade neu und zeitgemäß ausrichten kann. Strukturen ändern sich. Deine Gnade bleibt. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, wir bitten dich für unsere Erde. Du hast sie allen Menschen anvertraut. Wir haben sie oft nicht pfleglich behandelt. Wir handeln immer noch weitgehend nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste. Dadurch entstehen Umweltzerstörungen, Kriege, Verwerfungen. Lass uns nicht faul werden, bewahre uns zugleich vor falscher Panikmache. Von dir und deiner Güte können wir mehr erhoffen als von der beschränkten Vernunft der Menschheit. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unserem Wege, sei Quelle und Brot in höchster Not, sei um uns mit deinem Segen. Geht hinein in diesen Sonntag und in diese begonnene Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segnet dich, der Herr behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir, der Herr ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich, er gibt dir seinen Frieden. Amen.